Herzlich willkommen, meine Freunde, zum Achtelfinalspiel Brasilien gegen Chile. Und ja, heute wird es sich entscheiden, wer von den beiden Teams weiterkommt. Chile natürlich eine richtig gute Gruppenphase gespielt gegen Holland. Ja, knapp ärgerlich verloren, kann man sagen. Und ja, ansonsten eigentlich recht gut gespielt. Brasilien, ja, ab und zu mal waren sie in der Krise gegen Mexiko 0:0 gespielt. Da wussten sie nicht, wie sie die Tore schießen sollen. Und heute stellt sich natürlich wieder die Frage, wie werden die Brasilianer spielen. Aber man muss ja auch sagen, am dritten Spieltag dann gegen Kamerun wieder sehr stark gespielt. Also ist natürlich hier alles offen. Und ja, es wird ja gemunkelt, dass die Schiedsrichter so für Brasilien pfeifen, dass die FIFA sich das schon vorher ausgedacht hat, dass Brasilien Weltmeister wird. Und das ist ja natürlich hier, ja, oder es wird immer wieder spekuliert, aber ich denke mir mal, ja, heute werden wir es einfach sehen, weil Chile natürlich auch ein starker Kandidat ist, Gegner ist. Und ja, die erste Chance oder die zweite jetzt hier schon für Brasilien. Hulk schießt mal rauf und dann, ja, kommt da Luis Gustavo irgendwie nochmal hin und macht den Abstauber rein zum 1:0. Also heute, ja, wird man es dann noch deutlicher sehen, wenn sie dann heute irgendwie irgendein Foul oder so oder keine Ahnung, ein Elfer zugesprochen bekommen würden. Ich glaube, das passiert nicht und deswegen, ja, ist das alles nur Spekulation und ja, müssen wir mal schauen, wie das heute so sein wird. Halbzeitstand jetzt erstmal hier 1:0 für Brasilien, was dann aber auch verdient war, das keine Frage und ja, die Mannschaft ist ja auch ziemlich stark, da muss man nicht immer sagen, dass das vom Schiedsrichter schuld, weil sie waren ja auch besser gegen Kroatien. Das muss man, da muss man ja mal ehrlich sein. Und ja, weiter geht's in der zweiten Hälfte jetzt hier mit Vargas. Der sieht Sanchez und der verfehlt nur knapp und hätte hier fast das 1:1 geschossen. Und trotzdem jetzt nochmal 87. Minute Brasilien im Angriff. Fred sieht Hulk und der macht das 2:0. Der war ja eigentlich, ja, im Laufe der WM in der Gruppenphase nicht wirklich auffällig, aber hier macht er es dann, das 2:0 für Brasilien. Und ja, Alexis Sanchez hat ja schon gesagt, da komme ich halt nochmal auf das Thema zurück. Ja, heute werden die Schiedsrichter alle für Brasilien pfeifen und da, ja, werden wir mal gucken, ob das denn so stimmt. Also 2:0 jetzt hier Brasilien und es sieht halt da noch aus, ja, als ob Brasilien also ins Viertelfinale einzieht. Das Achtelfinale haben sie jetzt 2:0 hier gegen Chile überstanden und da sind wir dann, ja, dann wirklich mal gespannt drauf. Oder war das Vidal, der es gesagt? Ne, ich glaube, das hat Sanchez gesagt. Ist aber auch jetzt, denke ich, nicht so wichtig. Und ja, dann freuen wir uns natürlich gleich auf, oder bald gleich, ja, wahrscheinlich gleich das auf das Spiel. Und ja, mein Tipp ist 2:1. Es wird, denke ich, ein bisschen spannender, ob es da vielleicht in die Verlängerung geht. Könnte auch sein. Da lassen wir uns mal überraschen. Und dann würde ich sagen, Freunde, ja, gibt's heute Abend natürlich noch Kolumbien gegen Uruguay. Und haut rein.